Allah sagt, dass er überwiegend mit allen Sahaban zufrieden ist. Verstehst du? Deswegen. Aber Wo steht ihr das? Wo steht widersprecht das? Wo dem steht das? Koran. Wo sagt das Allah? Ich habe doch, ich schreibe hier. Hier, schreib, schlag auf. Bruder, stopp. Sure 3, 195. Allah sagt, dass er die Sahaba ihre Missetaten verzeiht. Verstehst du? Dass er ihnen, ja, dass er ihnen Gärten durch die Bäche eilen als Lohn von Allah und bei Allah ist die beste Belohnung. Verstehst du? Schlag auf und lerne von mir. Guck mal, schreib mir jeden Abend Privatraum, ich bringe dir den Islam bei. Okay? Okay, Deswegen, guck mal. du sagst, alle Sahaba sind hiermit gemeint. Guck mal, damit sind die Sahaba gemeint. Alle, So. alle, alle. Ja, ich sage Sahaba. Alle So. Sahaba. Ne, alle Sahaba, also alle Sahaba, ja, warum? Ach so, Wo ist das warum Problem? schlotterst du dann? Warum schlotterst du? Have you ever had a dream that you had you could you do Ja, ich sage Sahaba. you do you you want you you could do Ne, alle Sahaba, also alle Sahaba, ja, warum? So, jetzt fang mal bitte an und Okay. sag mal, was also wo du jetzt Bauchschmerzen hast, sag ich mal jetzt so, was du uns gerade vorwirfst, was du mit dem Hadith al-Haut bezwecken möchtest, was die Moral hinter dieser Geschichte ist und deine Intention bitte, ja? Okay, komm. Ja, bitteschön, ich Also höre. zuallererst Ta'rif al-Mustalah al-Sahaba. Also die Definition des Begriffs, ja, der Sahaba ist bei euch, dass jeder Sahabi rechtmäßig und in der Gemeinschaft, das heißt die Meinung der gesamten Sahaba, wenn sie die treffen, gerecht ist. Kulluhum adul. Alle sind gemeinsam gerecht. Ihr sagt von euch aus. Der Prophet hätte gesagt, er sagte laut euch in euren Ahadith, ma ana alayhi wa ashabi, worauf ich bin und meine Sahaba. Das ist die Sunna, das ist die errettete Gruppe laut euch, das ist das Fundament des Sunnitentums, dass die Gefährten insgesamt alle gerecht und rechtmäßig sind. In einer Schura, wenn sie eine Schura treffen, sind sie allesamt gerecht und haben eine unfehlbare gemeinsam, eine unfehlbare Meinung. Jetzt haben wir einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa alihi am Hauf ist, an diesem Brunnen ist und sieht, wie Leute von seinen Sahaba zum Brunnen hingehen und aufgehalten werden und zum Höllenfeuer geschickt werden. Der Prophet fragt und sagt: Ashabi, Ashabi, das sind meine Sahaba, meine Gefährten, das sind meine Gefährten. Und man antwortet ihm: Du weißt nicht, was sie nach dir für Erneuerungen begangen haben. Dieser Hadith, das Fundament der Sahaba zerstört, wird unter vielen Punkten hier ersichtlich. Der erste Punkt ist, dass in dem Hadith es heißt, Leute aus meiner Gemeinschaft. So. Sumratun min Qaumi, in anderen Wortlauten des Hadiths. Eine Gruppe von meiner Gemeinschaft. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Zu seinen Gefährten zählen. Der Prophet sieht sie, er erkennt sie und sagt: Das sind doch meine Gefährten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise die Engel antworten ihm: Du weißt nicht, was sie nach dir begangen haben. So. Frage: Warum behauptet ihr immer wieder, dass die Sahaba kulluhum udul allesamt insgesamt in ihrer Gemeinschaft rechtmäßig sind? Und dass ein Sahabi kein Heuchler sein kann, wenn doch der Prophet jemanden gesehen hat, den er als Sahabi identifiziert hat und am Ende dann in das Höllenfeuer eintreten. Und ich übergebe jetzt dir das Wort. Bitte auf diesen Hadith eingehen. Wenn du andere Wortlaute rausholst mit Osai Habi, was du dann wahrscheinlich dann von Anti-Majusi rausholst, weil das ist das Argument, das dort steht. Ja? Bismillahirrahmanirrahim. Muawiya. Muawiya. Mawla ya Muawiya. So.
Mit dieser Ahadith kann Abu Bakr aus logischen und rationalen Gründen nicht angesprochen werden. Da es Ahadith gibt, die Abu Bakr as-Siddiq das Paradies versprechen und die Rawafid bei ihrer überschnellen Freude diese Tatsache gerne außer Acht lassen. Zudem gibt es Ahadith, in welcher Hazrat Ali a.s. die Vorzüge von Hazrat Abu Bakr bestätigt. Diese Hadithe erreichen den Grad des Mutawatir, sowohl in ihrem Sinn als auch an ihrer Überlieferungszahl. Und aus diesem Grund ist der Ta'wil, yani die Deutung der Rawafid, batil und als schwachsinnig abzulehnen. Zweitens, die Rawafid möchte mit den Hadith al-Haut den größten Teil der Sahaba für abtrünnig und nur ein winzig kleinen Teil von ihnen für Muslim erklären. Diese Auslegung ist genauso wie die erste von ihnen, für irrsinnig zu erklären und demnach abzulehnen. Weitere Wortlaut dieses Hadiths lauten, ne, du liest mit, ne, Khalid, guck mal, du bist der arabischen Sprache mächtig, ne, so, zu mir werden einige Leute kommen, wobei ich sie erkennen werde und sie mich erkennen werden. Danach wird eine Gardine zwischen uns gelegt. Ich werde am Haut stehen und während ich euch beobachte, wird man vor mir einige Menschen ergreifen. Ich werde sagen, oh mein Herr, sie sind von mir und meiner Umma. Zu mir werden am Haut von denjenigen, die auf mich achten, einige Menschen kommen, wenn sie mich gesehen haben und sich in meine Richtung bewegen. Dann wird man sie ergreifen. Ich werde dann sagen, es sahibi, es sahibi. So, in Sahih al-Bukhari finden wir dieselben Überlieferungen. Bei diesen Überlieferungen achtet man auf zwei wichtigen Stellen. A. Aqwam, oder wenn es heißt, eine Gruppe von Menschen. Zweitens, ja, B. Es sahibi, es sahibi. Das ist ein Ausdruck, um eine minimale kleine Gruppe von Menschen anzusprechen. So, Ibn Qutayba, ja, sagt, wenn beispielsweise die Leute des Wissens und die Kalamgelehrten mehr über diesen Hadith nachgesinnt hätten, dann würden sie zu dem Schluss kommen, dass der Prophet hier von einer Minderheit bzw. einer kleinen Gruppe von Personen spricht. Der Satz, einige Leute werden zu mir gebracht, bestätigt das, was wir sagen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Sahaba, außer die welche genannt wurden, nämlich wie die Rawafid, sagen Ali, Abu Zar, Al-Miqdad, Salman Al-Farisi, Ammar ibn Yasir und Huzaifa ansprechen würde, dann hätte er gesagt, ihr werdet zu mir am Haupt kommen und man wird euch mir nehmen. Hat er aber nicht gesagt. Und wenn jemand sagen würde, heute, guck mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, damit du das checkst, ja. Wenn jemand sagen würde, heute kamen zu mir einige Leute, yani Aqwam, wie das auch in dieser Hadith steht, dieser arabische Wortlaut von Banu Tamim und einige Leute von Kufa, dann würde er von der Menge einer kleinen Gruppe ansprechen. Wenn er außer einige Personen alle anderen ansprechen würde, dann hätte er die Aussage bestätigt, zu mir kamen die Leute von Banu Tamim und das Volk von Kufa. Hier ist es nicht zulässig, die Bezeichnung Qawm anzuwenden. Denn Qawm sind jene, die zurückgeblieben sind und nicht zur Anzahl gehören. Weiter bestätigt der Satz, mein Ashab, ja, wie man es auch bei Sahih al-Muslim liest, die Ansprechung einer verminderten Kapazität. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte mit diesem Anspruch die verminderte Kapazität zeigen, das heißt, dass die Anzahl klein ist. Wenn du sagst, ich bin im Weg auf viele verschiedene Häuser gestoßen und bin von einer Gruppe von Menschen vorbeigelaufen, dann sprichst du damit eine kleine Gruppe an. Uns ist bekannt, dass einige Heuchler, Munafiq, dessen Iman schwach war, an einige Kriege des Propheten mit teilgenommen haben, wegen der Beute, ja? Es haben Leute, ja, sich nun dem Prophet sallallahu alaihi wasallam angeschlossen, damit sie den in den Krieg ziehen wegen der Beute, ja. Und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind einige von Islam abgekommen, ne? Und Uyayna ibn Hisham war einer von ihnen. Als dieser Mann das Prophetentum von Mohammed sallallahu alaihi wasallam bezeugte, wo der Prophet lebte, schloss sich Tulayha ibn Huwailid mit ihm an. Als Huwailid zur Flucht ergriff, hat Khalid ibn Walid ihn gefangen genommen und ihn zu Abu Bakr angebracht. Man brachte ihn nach Medina, wo die Jugendlichen ihn mit Datteln bewarfen und ihm zuriefen, O du Feind Allahs, nachdem du Iman gemacht hast, machtest du Kufr zu Allah, ja? Darauf sagte der Feind Allahs, Khuwaylid, bei Allah, ich habe nie den Iman gemacht. So, hast du verstanden? Es gab seine, nach dem Tod, ja, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, gab es Munafiq, ja, die sich gesagt haben, dass sie Ashab sind
obwohl sie nie den Iman gemacht haben, ja, nie den Iman gemacht haben. Und da ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint diese Minderheit, ja. Und als Abu Bakr mit ihm sprach, eine mit Huwailid, ist er wieder ein Muslim geworden. Und Abu Bakr nahm es an. Huwailid war einer mit schwachem Iman und starb auch als solch einer. Er war derjenige gewesen, der in Al-Qaba die Kamele des Propheten sallallahu alaihi wasallam angegriffen hatte. Al-Haris ibn al-Auf radiallahu an sagte zu ihm: Du hast dem Propheten gegenüber deinen Egoismus gezeigt. Einmal fütterst du die Tiere auf seinem Land und danach bekämpfst du ihn, ja? Und antworte ihm genau wie du es sagst, ja? So, es gab bei den Arabern viele wie Uyayna ibn Hishan, die übergetreten sind. Von denen sind einige zum Islam zurückgekommen und sind gute Muslime geworden. Andere beharrten weiterhin ihre Heuchelei. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über diese. Unter den Wüsten-Arabern, die um euch wohnen, gibt es auch Heuchler, wie unter dem Volk von Medina. Sie sind verstockt in der Heuchelei. Du kennst sie nicht, wir aber kennen sie. Guck mal, Allah sagt das sogar im Koran, Surat Tauba, Vers 101. Diejenigen, nun, die man den Propheten am Haupt wegnehmen wird, sind diese Leute, die Heuchler, ja, und die Abtrünnigen, die Murtadun, ja, so. Und guck mal, wie kann es sein, dass man die Ashab des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihm wegnehmen wird, wo man über ihn doch vorher sagte, Mohammed ist der Gesandte Allahs und die mit ihm sind hart gegenüber Ungläubigen, doch gütig zueinander, ja. Du siehst sie sich beugen, sich niederwerfen im Gebet, huldgestrebend vor Allah und sein Wohlgefallen. Ihr Merkmale sind auf ihren Gesichtern die Spuren der Niederwerfungen. Das ist ihre Beschreibung in der Tora. Und ihre Beschreibung im Evangelium ist gleich dem ausgesäten Samenkorn, das seine Schößling treibt, den ihr stark werden lässt. Allah sagt das im Koran, Sura 48, Vers 29. Und Allah sagt in einer anderen Sura, ja, Sura Vers 48, Vers 18, woanders sagt Allah, Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, da sie die Treue gelobt und gelobten unter dem Baum waren. Guck mal, wenn du jetzt sagst, ja, guck mal, Imam a.s. hat diesen Menschen die Bayya gegeben. Allah sagt im Koran, ja, dass niemals die Ungläubigen über die Gläubigen Macht haben werden. Niemals. Okay? Deswegen, das alles, was du hier vorgeworfen hast, stimmt nicht. Weil Abu Ali a.s. sagt selber, die besten Menschen nach den Propheten sind Abu Bakr und Omar. Okay? Und er ist eine. Manchmal braucht man nicht Schiiten oder sunnitische Quellen, sondern nur historische Ereignisse, ja, Geschichtsbücher. Guck mal, wir lieben gar nichts bei euch. Bei euch ist Omar ein Teufel, ja? Imam Ali hat nichts getan bei seiner Frau, okay? Imam Jafar Sadiq ist am Fluchen, ja, obwohl bei uns Fluchen haram ist. Teufel. Warte mal, ich bin fertig, Bruder, 2 Minuten. Bei euch ist Imam Mahdi der Dajjal. Warum? Er wird Hebräer Er Allah. redet vernünftig. Khaled, was Warte ist mal. das? Guck mal, rede ich so? Red doch vernünftig. Ich sage, Jan, ich ich rede sag doch nur von nicht. deiner Quelle. Du kommst. Nein, nein, bei uns steht das nicht. Warte. Das ist deine eigene Meinung. Sag Nein, das nicht. aber ich bin hier doch Quelle. Ich bin hier doch Yes. Quelle. Warte, Khaled, warte. Khaled, wenn ich sage hier, Abu Bakr ist der Dajjal, fühlst du dich nicht angegriffen? Warte mal, das ist doch schon oft gesagt. Du musst das nicht mehr sagen. Warte. Du musst das gar nicht mehr sagen. Warte mal. Warte. Guck mal, du redest jetzt hier mehr als 13 Minuten, verstehst du? Ich habe 8 Minuten geredet, bei diesen das jetzt 13 Minuten. Ich brauche noch 2 Minuten, okay? Das Problem So. ist, guck mal, du öffnest gerade Themen, die gerade nichts mit dem Thema zu tun Warte, haben. nein. Imam Mehdi, Ja. Verfluchen, Abu Jafar, Abu Jafar, lass ihn, lass ihn, lass ihn. 2 Minuten, aber bitte beim Thema bleiben, danke. So, zweitens, und bei uns, eine Sunniten, sagt ihr, dass ihr die Sahaba liebt, aber versucht ganze Zeit krampfhaft, ja? Fehler zu suchen, okay? Ganze Zeit Fehler. Und ey, lassen wir mal die Hadithe beiseite. Wer, yani, Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch du auch beiseite. Wir reden über Allah, Allahs Kalamullah, Allahs Buch. Allah erwähnt Abu Bakr im Koran. Allah erwähnt Abu Bakr im Koran und der Prophet sagt zu Abu Bakr, La tahzan inna Allaha ma'ana. Allah ist mit uns. Seit wann ist Allah mit einem Ungläubigen? Okay? Seit wann ist Allah mit einem Ungläubigen? Deswegen, ne? Das alles, was du gebracht hast, ich bin auch fertig, ist alles nichtig. Du hast dir damit ein Eigentor gegeben. Ich will kurz 1 Minute von mir an Khaled geben und danach
Kannst du inshallah Du hast weitermachen. 15 Minuten geredet, was für Du eine kannst Minute auch an Khaled? 15 Minuten reden, ist doch kein Problem. Ja, okay, Khaled, eine Minute. Willst du was sagen, Khaled? Also, du kannst reden, ich warte, ich kann Okay, aber bis wieder. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum wa al'ana ada'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Also, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, was du alles gesagt hast. Du hast deine Rede, deine 15-minütige Rede damit begonnen, dass du über Abu Bakr gesprochen hast, über Omar gesprochen hast. Ich habe 8 Minuten geredet. In diesen 8 Minuten habe ich weder Abu Bakr, noch Omar, noch Khalid ibn al-Walid, noch Uthman, noch diese ganzen Geschichten, die du hier vorgetragen hast, erwähnt. Mir geht's doch jetzt gerade gar nicht um Abu Bakr und Omar. Habe ich nicht gesagt, dass ich diesen Hadith bringe, um Abu Bakrs Unglauben zu beweisen. Dieser Hadith, so wie ich das in den 8 Minuten erklärt habe, widerlegt euren Ta'rif der Sahaba, eure Definition der Sahaba. Ich habe dir gesagt, kulluhum adul, alle sind gemeinsam rechtmäßig. Ihr sagt, die Entscheidung, dass Abu Bakr Khalif sein sollte, das ist eine unfehlbare Entscheidung. Dass Umar, Uthman als Khulafa erwählt worden sind, das ist eine unfehlbare Entscheidung. So. Es geht mir aber gar nicht um Abu Bakr, Umar oder die anderen Sahaba. Es geht mir allgemein um eure Definition der gesamten Sahaba. Nicht spezifisch jetzt auf einen eingehen. Ihr sagt, es gibt keinen Heuchler, der gleichzeitig ein Sahabi ist. Und ich habe dir diesen Hadith gebracht. Du fängst mir an, über die Vorzüge von Abu Bakr mir vorzutragen. Imam Ali a.s. soll bei euch gesagt haben, Abu Bakr ist dies, Abu Bakr ist jenes. Wer hat hier von Abu Bakr gesprochen? Ich rede gerade von eurer Definition der Gefährten. So, du hast das angeschnitten, du hast versucht. Und wie ich das auch gedacht habe und prophezeit habe, ne, in diesen 8 Minuten, ich habe gesagt, du wirst wahrscheinlich mit dem Wortlaut Usayhabi kommen, Usayhabi, was in Anti-Majusi auch teilweise erwähnt wurde. Und damit wolltest du sagen, dass dieser Hadith, weil dort steht, ein Teil von ihnen, ja, dass es eine kleine Gruppierung ist, dass diese Leute, die hier erwähnt wurden in diesem Hadith, nicht viele der Sahaba sind, nein, das sind einige Leute, die Heuchler geworden sind. Du hast gesagt, ja, die sind mit dem Propheten ausgewandert, sallallahu alaihi wa alaihi, und die sind nur ausgewandert für Frauen, der eine für Geschäfte, der andere für Kinder, keine Ahnung, was für Motive da man hat. So. Und als Beweis dafür, dass es eine wenige Anzahl war, was hast du gebracht? Du hast den Wortlaut gebracht, Usayhabi, Usayhabi. So. Und du willst mir verklickern, dass der Begriff Usayhabi, Usayhabi auf eine kleine Gruppierung hinweist, obwohl Usayhabi nicht die Anzahl verkleinert, sondern den Namen verniedlicht. Ich heiße beispielsweise, sagen wir mal, ich heiße jetzt Mohammed, okay? So, wenn du mich jetzt Hammudi nennst, das ist jetzt eine Verniedlichung, Hammudi. Bin ich jetzt weniger als Mohammed? Nein, es ist nur eine Verniedlichung. Und das ist das Problem, was ich vorhin meinte mit, wenn man der arabischen Sprache nicht mächtig ist. Usayhabi verniedlicht nur den Begriff eines Sahabis. So. Und der hat gesagt, beziehungsweise der Sahaba. So. Usayhabi, Usayhabi, das ist eine Mehrzahl, ausgedrückt in einem Begriff, der in der arabischen Sprache verniedlicht wurde. Warum? Weil der Prophet vielleicht an dieser Stelle Mitleid bekommen hat oder traurig war, weil dort diese Heuchler zum Höllenfeuer geführt werden. Du hast gesagt, wenn man sagt, einige der Leute von den Sahaba, dann ist das gemeint, dass es eine kleine Anzahl ist. Zuallererst, um auf den Hadith einzugehen, den ich hier angepinkt habe. Jeder, der Arabisch kann, soll draufgehen. Was steht da im Arabischen? لِيُرَدَّنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ. Es werden Leute, Leute von meinen Sahaba am Brunnen von mir weggezogen. Ich werde sie erkennen und sie werden von mir getrennt. So. Leute von meinen Sahaba. Im Englischen, was steht da? Some of my companions. So.
wie jeder Arabisch kann, das wurde hier falsch übersetzt. Nicht einige, sondern Leute von meinen Sahaba. So, das habe ich jetzt gerade entdeckt, als du das angesprochen hast, habe ich geguckt, okay, im Englischen steht hier wirklich einige, was aber eine falsche Übersetzung ist, weil Nas, du weißt, was Nas bedeutet, Leute, min von Ashabi, meine Sahaba. So. Das zum einen. Zum anderen, damit wir diesen Wortlaut verstehen, ja, wir können ja nicht einen Hadith nehmen. Hier ist ein Hadith, der nächste Hadith. Also der erste Hadith, den ich gebracht habe, 6582, jetzt habe ich einen neuen Hadith hier angepinkt und wir wollen uns mal anschauen. Stimmt das, was der Ismail da gerade sagt, dass es eine kleine Gruppierung ist? Wir lesen. Inni farattakum ala al-hawzi man marra ala alayya shariba. Ah, wer zu mir kommt, der wird aus dem Brunnen trinken. Wa min shariba lam yadhma abada. Also nicht alayya, ala. Bruder, ma fi shahta man tahat, ma btilqal alayya. Abu Ja'far alayya oder ala? Soll ich lesen? Marra gerade auf Arabisch, da steht. Aber Bruder, diese, auch wenn da kein, diese zwei Punkte drunter stehen, das ist alayya. Du hast gerade selber gesagt, du bist der arabischen Sprache nicht mächtig, aber hast selber gerade beim Arabisch lesen gestottert und willst Khaled verbessern, der das Arabisch drauf hat, die Fusha. Nein, Ismail, also das ist widersprüchlich. Ismail, da steht wirklich mein Marra alayya shariba. Dieses Ja, das keine Punkte hat, das findet man auch so im Koran. Also man macht nämlich keine Punkte. Also, ja, genau. Also im Koran findet man das auch so. Alayya. Du kannst das nachschlagen. Ich glaube, bei Siratu Alayya Mustaqim im Koran steht auch nicht diese Punktierung. Ja. Marra Alayya. Also wenn du Marra Ala Shariba, dann macht das gar keinen Sinn. Er isst auf und trinkt. Nein. Er ist zu mir, Alayya, gekommen und hat getrunken. Ja, ich stotter beim Arabisch lesen. Ich bin nicht perfekt. Lieber stotterndes Arabisch als gar kein Arabisch. So. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَضْمَ أَبَدًا لِيُرَدَّنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٍ أَعْرِفَهُمْ وَيَعْرِفُونِ. Es werden zu mir Völker, Aqwam, kommen und ich kenne sie und sie kennen mich. ثُمَّ يُحَالْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Dann werden sie von mir getrennt, Aqwam. Völker. So. Immer noch eine kleine Gruppierung? Du hast gesagt, einige Leute sind mit dem Propheten in den Krieg gezogen und waren Heuchler. Du hast gesagt, einige Leute haben dies und jenes begangen. Einige Leute waren Khawarij, einige Leute sind Murtadin geworden. Du hast ein paar Namen aufgezählt. Okay. Warum sagst du einige Leute, wenn du doch eigentlich offen und klar sagen kannst, Sahaba, die Heuchler geworden sind. Warum sagst du Leute, wenn du zu diesen Sahaba gelangst, die Heuchler geworden sind? Warum sagst du nicht, ja, es gibt diese Heuchler unter den Sahaba. Das ist das Einzige, was aus deinen Überlieferungen hervorkommt. Dass von diesen Sahaba es Heuchler gibt. So, und ich will jetzt wissen, und ich wiederhole meine Frage. Und auf diese Frage bist du nicht eingegangen. Meine Frage war nicht Abu Bakr, Omar, Bay'a. Nein, das war nicht meine Frage. Ich habe nicht darüber gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, über die Definition eurer Sahaba und ihre Kategorisierung in eurer Religion als allesamt rechtschaffene und ausnahmslos gute Menschen. Ausnahmslos. Die Heuchler, die zu diesen Sahaba gehören, und auch Sahaba waren, bei denen sagt ihr, nein, das sind keine Sahaba. Und das ist mein Problem. Weil deine eigenen Überlieferungen sprechen davon, dass diese Sahaba zu den, diese Heuchler zu den Sahaba zählten. Es waren Gefährten, die Heuchler sind, oder es waren Gefährten, die Murtadin geworden sind. Und das nach dem Tod des Propheten. Weil der Prophet, was wird ihm, hatte ich gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir angerichtet haben. Du weißt nicht, was sie nach dir für Erneuerung begangen haben. Du weißt nicht, was für Bid'ah sie eingeführt haben nach dir. Das war's. Du bist fertig? Ich hab gesagt, das war's. Ja. Okay, ich fange mal an. Ach ja, du hast gerade das übersetzen lassen, stimmt's? Du hast, ja ne, du sagst, du hast gerade selber gesagt, Kompagnons, ja ne, Kompagnons heißt nicht Sahaba. Okay, deswegen, ja, nee,
Du bist selber der arabischen Sprache nicht mächtig, aber ist egal, ich will nicht jetzt auf ein Wort hier beharren und dir zeigen, ich will dir auch zeigen, dass du anders falsch bist. Erstens, ach so, fangen wir an, inshallah, ein bisschen nachmachen rein. Guck mal, zum Beispiel, ja, du hast ja selber ein Video, ja? In deinem Video erzählst du über Ayat al-Tahdhir, ja? Sagst du, dass das Wort Ahlul Bayt zwei Bedeutungen hat. Einmal die unfehlbaren und an der anderen Stelle die allgemeine Bedeutung für Leute des Hauses. Weshalb sollte hier Sahaba nicht zwei Bedeutungen haben? Ja, im Hadith deutet das lediglich auf Leute hin, die ihn begleitet haben. Und die allgemeine Bedeutung, die wir bei den Sahaba haben, jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitet hat und mit diesem Glauben gestorben. Im Hadith sind Leute gemeint, welche den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitet haben, und deswegen sagt er Sahaba. Yani die Definition von Sahaba bei uns im Hadith. Ja, und du hast gerade gesagt, dass mit Aqwam Volk gemeint ist. Woher hast du das? Sag mal. Und wir wissen ganz genau, ja, dass du damit hier die Khulafa' ar-Rashidin und die anderen Sahaba meinst, die du hast, weil du machst das jetzt im Unterbewusstsein. Du willst jetzt was anderes suggerieren, indem du zeigst, ja, guck mal, es widerspricht dem Koran und euren Hadithen. Stimmt gar nicht, ja. Und guck mal, was das auch nochmal widerlegt, ist einfach ganz einfach. Dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani, diese Sahaba angesprochen, aber hat er nicht. Und guck mal, ich gebe dir jetzt nochmal ein Beispiel, damit du das verstehst. Wenn jemand sagen würde, guck mal, wenn jemand zu dir sagen würde, heute kamen zu mir einige Leute, Aqwam, okay? Das ist das arabische Wort, was man übersetzt. Du sagst, dass das Volk ist. Du übersetzt es falsch, ja? Du bist der arabischen Sprache nicht mächtig. Guck mal, einige Leute von Aqwam, von Banu Tamim und einige Leute von Kufa. Guck mal, ich sag's nochmal, damit du das verstehst. Ich wiederhole mich. Wenn jemand sagen würde, heute kamen zu mir einige Leute, Aqwam, ja? Von Banu Tamim, ja? Von Stamm Tamim und einige Leute von Kufa. Dann würde er vor der Menge eine kleine Gruppe ansprechen. Okay, warum? Er sagt ja, wenn einige Leute von Banu Tamim und einige Leute von Kufa kommen, ne, dann heißt das, dass er eine kleine Gruppe ansprechen würde. Wenn er außer einige Personen, ja, alle anderen ansprechen würde, dann hätte er die Aussage betätigt, zu mir kamen die Leute von Banu Tamim und das Volk von Kufa. Verstehst du? Aber hier ist es nicht zulässig. Warum? Weil diese Bezeichnung Qaum, da musst du diese Bezeichnung Qaum anwenden. Und denn Qaum sind jene, die zurückgeblieben sind und nicht nur zur Anzahl gehören. Ja? Weiter, guck mal, und ich sag dir, weiter bestätigt der Satz, mein Ashab. Mein Ashab, also, das heißt, die Ansprechung einer verminderten Kapazität. Okay? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wollte mit diesem Anspruch die verminderte Kapazität zeigen. Das heißt, dass ihre Anzahl klein ist. Guck mal, der Prophet hat nicht mal hier benutzt, mein Qaum. Das wäre die Mehrzahl gewesen, dass da alle mit einschließt, ja, komplett. Aber hier sagt der Aqwam, warum? Weil er hier eine kleine Minderheit anspricht. Verstehst du? Und ich habe dir, ja, von vielen anderen Hadithe dir gezeigt, ja, ich habe dir von vielen anderen Hadithe gezeigt, dass es einen Heuchler gab, ja, Heuchler, okay? Wie hieß der nochmal? Huwailid, ne? Man hat ihn gefragt, nachdem du Iman gemacht hast bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum, du hast dann immer noch Kufur gemacht. Er sagt daraufhin, ja, bei Allah, ich habe nie den Iman gemacht. Das sagt er selber. Und guck mal, ich antworte dir auch noch mit dem Koran. Noch mit dem Koran. Verstehst du? Weil bei uns ist alles im Einklang, kompatibel. Okay? Allah sagt doch in Surah Toba 101, und unter den arabischen Beduinen um euch herum gibt es welche, die Heuchler sind. Subhanallah, guck mal, das passt mit dem Hadith zusammen. Kompatibel. Unter euch welche, die Heuchler sind und welche, die sich an Spenden gewöhnt haben. Guck mal, die sich an Spenden gewöhnt haben. Du kennst sie nicht, wir kennen sie. So, guck mal, was habe ich dir vorhin vorgelesen? Es gab Sahaba, die sich nur an den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben. Warum? Wegen der Kriegsbeute. Sie wollten an der Kriegsbeute teilnehmen. Warum? Weil die Muslime stark waren.
Das waren Heuchler gewesen. Die haben an ihre Taschen gedacht. Nur an ihre Taschen gedacht. Subhanallah, Allah erwähnt das sogar in dieser Sura, Taube 101. Ja? Yani, die Heuchler sind und welche, die sich an Spenden gewöhnt haben. Subhanallah, du kennst sie nicht, wir kennen sie. Sie werden doppelt bestraft. Guck mal, Bruder, ich habe dir gezeigt, bei uns ist alles im Einklang. Ja, alles. Guck mal, deswegen, ein Volk kann dennoch eine kleine Anzahl sein, genau wie die Umma von Ibrahim, aus einem Bestand kann Volk, aber auch Raum, Leute bedeuten. Verstehst du? Lern erstmal die arabische Sprache, okay? Ja, nee, ich bin selber nicht arabische Sprache mächtig, verstehst du? Weil mit diesem Hadith, ich sag dir wirklich nochmal, ich sag dir das nur zum Guten, ja? Schießt du dir selber ein Eigentor, okay? Und wenn er alle gemeint hätte, hätte er das Wort benutzt, Qawm, okay? Aber mit Aqwam sind einige Leute gemeint. So, Khaled ist der arabischen Sprache mächtig, was er sagt, Wallahi, ich akzeptiere es, okay? Wenn er meint, damit ist eine ganze Mehrheit gemeint, eine Qawm, ja? Dass Aqwam bedeutet, dass Aqwam auch Qawm bedeuten kann, dass man also das ganze Qawm mit einschließt, dann akzeptiere ich das, okay? So, und ich bin auch fertig. So, Bismillahirrahmanirrahim. Khaled, du kannst Arabisch, du meinst, du hast Fusha gelernt und so. Bruder, was heißt Qawm? Kannst du mir das beantworten, Khaled? Sei einfach ehrlich, auch wenn das dein sunnitischer Bruder ist, sei einfach ehrlich. Was heißt Qawm, Khaled? Qawm heißt, kannst du sagen, wie Kabila. Also Qawm, ja, ne. Auf Deutsch bitte. Also ich sag das, also da steht Aqwam. Aqwamu steht mit Dhamma. Verstehst du, was ich meine, ne? Also ich hab dich gefragt, was Qawm erstmal bedeutet. Nicht Aqwam. Ja, also da steht Aqwamu. Verstehst du, was ich meine? Okay, ja, aber ich frag dich, was Qawm auf Deutsch heißt. Okay, du willst nicht antworten, ich antworte dir. Also, ich habe hier das nochmal aufgeschlagen aus einem neuen Wörterbuch. Ihr könnt das alle hier sehen. Ist mal bitte auf Stumm, bitte. Du kannst dann gleich drauf eingehen. Ne? Ich habe das als Profilbild genommen. Ihr könnt das sehen. Das ist von. Okay, er kann jetzt sagen, ja, das ist ein neues Wörterbuch. Daran glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Und du hast das verfälscht. Du hast das mit Photoshop gemacht. Jeder, der hier Arabisch kann, weiß, was Qawm bedeutet. Es bedeutet Volk, Leute oder Nation. Aqwam ist nicht eine Verniedlichung, wie du das versucht hast, gerade darzustellen. Und dazu hier noch ein Wörterbuch, ein älteres Wörterbuch, das auch ja nicht von den neuzeitlichen Wörterbüchern ist. Ja, was steht hier? Ganz klar, Qawm, ja, ist Leute, Schar. Aqwam, da steht PL, Punkt. Für dich, Ismail, PL, Punkt, bedeutet Plural. Also Aqwam ist eine Pluralform. Nicht einige Leute. Das ist sogar noch schlimmer für dich. Also, Qawm, Volk, Nation, Leute. Aqwam, Völker, Leute ist auch Plural, Leute. Ja, oder Nationen. Das bedeutet das. Also, so viel zum Thema, wer jemanden Arabisch beibringen kann. Okay, können wir mal einen direkten Dialog führen? Hast du Bock dazu? Ja, geht drauf hin. Schau mal. So. Qawm. Was ist Qawm? Ne? Was ist Qawm? Guck mal, du hast gerade hier Qawm gebracht, ne? Du hast jetzt ein Profilbild hier, wo Qawm steht, okay? So. Ja. So. Hier. Guck mal, was steht hier? Aqwam, Leute. Siehst du, schau mal. Mach dieses Profilbild nicht weg, was du jetzt hast. Lass das mal drinne. Lass das mal die Leute schauen, okay? So. Guck mal, geht alle auf sein Profil drauf, ja? Da steht auch Aqwam, das hat er doch gerade gesagt. Aqwam ist eine bitte, Pluralform. Guck mal, willst du debattieren mit mir? Abu Jafar, bitte, lass ihn. Ja, Ismail, was bedeutet das? So. Kannst du das erklären? Guck mal, Aqwam, Leute, ja? Eine Gruppe von Menschen, okay? So, man kann auch dafür Volk benutzen oder Nation, kannst du auch machen. So, aber das Problem ist, wie verstehst du den Hadith, okay? So. Wir wissen, dass damit eine Minderheit der Gruppe gemeint ist. Warum? Ich habe dir einmal aus dem Koran Beweis gebracht und ich habe dir drei Beweise aus dem Koran gebracht. Bleib doch bei meinem Profilbild. Was heißt Qawm? Qawm ist ein Volk. Okay, was heißt Aqwam? Aqwam, einige Leute. Ne?
Und, warte mal, warum lachst du? Achwam bedeutet einige Leute. So, steht doch hier. Achwam, okay, Leute. Okay. Oder also Achwam ist nicht mal die Pluralform. Warte mal, chill mal. Menschen sind das, okay? Menschen. Eine Gruppe von Menschen, okay? So. Eine Gruppe von Menschen. Oder liege ich jetzt falsch? Oder lese ich gerade was Falsches, Elastar? Was heißt Achwam? Hab ich doch gesagt. Eine Gruppe, einige Gruppe der Leute. Eine Gruppe von Menschen. Ja, subhanallah. Ja, subhanallah. Neues Wörterbuch von Ismail. Warum? Das ist dein einige Leute. Das ist dein Wörterbuch. Warte. Ich will nicht. Khaled. Ich hab Ismail auf Sturm. Du bist Araber, ich bin Araber. Yeah. Was ist Aquam? Ich sag jetzt zu dir, was ist Aquam? Völker. Kau? Leute. Mehrzahl von Leute. Und was ist Aquam? Nein. Ist nicht Leute, Menschen, Aquam? Doch, aber Mehrzahl. Nein, guck mal, das Problem ist, ganz kurz. Ey, Khaled, guck mal, du hörst, glaube ich, nicht. Abu Ja'far, was willst du sagen, Bruder? Guck mal, hier ist ein Missverständnis, und zwar, das Problem ist, du sagst bei deiner Übersetzung einige Leute mit dazu, aber einige gibt es nicht. Einige, Aquam enthält dieses Wort einige nicht, ja? Es ist einfach nur Leute, nur Gruppe von Menschen. Abu Ja'far, setz mich jetzt wegen, weil ich jetzt eine lange Predigt gehalten habe, ja, und einige Leute gesagt habe, willst du mich jetzt wegen so ein Wort gegen die Wand nageln? Nein. Nein, das Problem ist, darum geht es, die Argumentation. Abu Ja'far, bitte. Also, der ist auf jeden Fall kein Araber. Also, Al-Ashtar, du kannst einfach fragen. Frag mich einfach. Also, ich antworte. Warte, ich hab dich vorhin gefragt. Ja, ich hab doch gesagt. Aber du schreibst mir dann privat, ich will nicht zwischenreden, sagst du mir. Dann schlage ich Wörterbuch auf und zeige das und dann mischst du dich wieder ein und versuchst den zu retten. Guck mal, jeder, der Arabisch kann, Wallah, ich kann hier sogar, Abu Bakr, guck mal, er ist aufrichtig, er ist ein ehrlicher Mensch. Bist du damit einverstanden, dass ich ihn hochhole und er uns das nochmal beantwortet? Soll er doch hochkommen, ist kein Problem. Okay. Ja. Abu Bakr, komm bitte nach oben. Inshallah wirst du hier auch aufrichtig sein. So, Abu Bakr, was heißt Qaum? Kann bedeuten Volk, Leute. Ahsan, Abu Bakr, was heißt Aqwam? Allahu alam, aber es ist doch die Plural, das heißt Völker. Barakallahu fik, ich danke dir, Habibi, deine Aufgabe ist hier erledigt. Ich danke dir, die Diskussion zwischen mir und Ismail, Dankeschön, Habibi, Dankeschön für deine Aufrichtigkeit. Wallah. Das Problem ist, Khaled, Al-Ashtar, er sagt ja, dass hier mehrere Menschen gemeint sind. Er sagt ja nicht, dass es nur eine Person ist. Er sagt ja, dass es mehrere Menschen gemeint ist. Aber wie argumentiert Al-Ashtar? Was meint er damit? Weil Ismail hat ja vorhin gesagt, dass das nur einige Sahaba sind, die man nicht kennt und so weiter und so fort, diese Unwichtigen quasi, ja. Und mit diesem Einigen, das wird ja damit implementiert, dass damit nur so diese ganz wenigen, diese einigen Sahaba gemeint sind. Aber da ja hier Aqwam die Rede ist, ja, sagt ja Al-Ashtar, dieses Einige kann gar nicht sein, weil Aqwam enthält dieses Einige nicht. Aqwam sind Menschen, sind Leute, sind Völker. Und das sind viele, ja, und nicht einige. Aber das warte mal, du sagst doch gerade, dass er seine, warte mal, guck mal, was denn wieder, du sagst doch gerade, dass er seine Sahaba anspricht. Jetzt sagst du, dass er ein Volk anspricht. Spricht er jetzt die Völker, Jan, oder die Sahaba? Hör mal zu, Abu Ja'far. Ja, okay, antworte mir. Einen Moment, guck mal. Okay. Erstmal, was haben wir gesagt? Von einem Hadith. Ja, hä? Lass mich doch ausreden. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, von einem Hadith gibt es mehrere Wortlaute. Richtig. Dieser Hadith, den ich gerade gebracht habe, ist ein anderer Wortlaut. Ist dieselbe Geschichte, die der Prophet erzählt hat. Aha. Am Kauf, am Brunnen, an denen Leute dort sind und die sich von ihm trennen. Ja, was habe ich denn die ganze Zeit gesagt? Richtig. Warte, du kommst zu mir, du sagst Volk, Molk. Ich spreche doch ganze Zeit von Leute.
Ich sage auch einige Leute, ja, eine Minderheit. Guck mal, Khaled. Warte, wo steht da Minderheit? Wo steht da Minderheit? Wo steht da einige? Zeig mir das. Wo steht einige? Wo steht Minderheit? Meine Herausforderung. Zeig mir, wo steht einige? Wo steht Minderheit? Hör mal bitte zu. Guck mal, Khaled. Geh mal bitte. Khaled, geh mal auf diese Sahih al-Bukhari, Bruder. Geh mal drauf. Okay, bin ich drin. Bist du drauf gegangen? Guck mal, jetzt ist da Arabisch, ne? Jetzt riechst mal, geh mal runter, wo diese arabische Schrift ist, wo schwarz gedruckt ist, wo steht. Inni faradukum ala al-hafsi man mara ala sharibe wa man sharibe lam yazma abada. Jetzt weiter, Bruder. Lies das mal, diese Teil. Liuraddanna ala aqwamun a'rifahum wa ya'rifuni summa yuhalu bayni wa baynahum. Und was verstehst du, Bruder, jetzt? Ja, also sollen wir jetzt die ganze Zeit, also wir gehen ein Wort reden oder, also guck mal, Al-Ashtar, ich schätze die ganze Zeit, die Thema ist Sahaba, 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 ne? Also, bist du da, Al-Ashtar? Guck mal, wir zeigen heute, guck mal, wir antworten, also wir antworten von Quran Karim, von Rawah Muslim, von Sahih al-Bukhari, also jetzt ich bin dran. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى also wenn wir sagen also Sahaba Sahaba رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم so سورة التوبة 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة 100 Also wer sind die Muhajirin und Ansar? Jetzt die Frage, ich brauche keine 8 Minuten oder 10 Minuten oder 10 Minuten. Kannst du antworten? Also wer sind Al-Muhajirin und Ansar? Sind die Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja oder nein? Ich gehe auf Stumm, damit ich weiß. Geh auf Stumm. Wir reden gerade über diesen Hadith, du kommst mit Sura 9, Vers 100. Ich habe gehört die ganze Zeit. Ich lasse euch nicht flüchten, Bruder. Ich habe euch hier gepackt. Warte, ich werde euch hier weiterpacken. Diese Filme funktionieren nicht bei mir. Ich habe den Chef dazu gebracht. Und den Gelehrten dazu, den über 1,56 Milliarden Menschen folgen. Deswegen, bitteschön, ich überlasse dir das Wort. Und dann können wir gerne auf die Punkte von Khaled eingehen. Du hast es versprochen, weil wenn ich darauf antworte, können wir gerne, gehst du auf Khaled seine Punkte ein. Danke. Ja. Aber Jafar, was wolltest du sagen? Ich wollte nur kurz eine Sache sagen zu dieser Diskussionsmasche, sage ich mal. Und zwar, der erste Punkt, den mir auffällt, Khaled, ich finde das auch ziemlich unfair von dir, in dem Sinne, wenn zum Beispiel jetzt hier du sagst, ja, ich erwähne hier Koran, was für Bukhari und so, was für Hadith, das ist Koran al-Karim und so, wieso willst du nicht, du gehst auf den, also quasi du implizierst damit, dass der kein Interesse zum Koran zeigt. Nein, es geht ja nicht darum, dass er kein Interesse zum Koran zeigt oder zum Koran fährt, sondern der will ja beim Thema bleiben, damit dieses Thema vorankommt. Ja, die zweite Masche, die mir hier aufgefallen ist. Aber guck mal, ganz kurz. Und zwar die zweite Masche, die mir hier aufgefallen ist, wenn ihr zum Beispiel einen Vers erwähnt, wie jetzt hier dieses Sura 9, Vers 100, und wie du mich vorhin gefragt hast, ja, ist damit Abu Bakr oder Umar gemeint und so. Und dieses, wenn ich ja gesagt hätte, dann hat sie gesagt, ja, siehst du, dann haben wir doch recht. Wenn wir dann nein sagen, so wie ein Echter, also das ist doch vor Allah oder, guck mal, das ist so eine Masche, wie wenn ich jetzt kommen würde und sag, keine Ahnung, es mit Sura 5, Vers 55, also Ayat al-Wilaya ist damit Imam Ali gemeint. Und wenn ihr dann ja sagt, dann sagt, also siehst du, wir haben recht. Und dann, also wenn ihr Nein sagt, dann sagen wir auch Astaghfirullah, ihr glaubt nicht an den Koran, es steht alles im Koran, und ihr seid Kuffar zum Koran. Das ist eine Masche, die man in einer Diskussion, in einer vernünftigen Diskussion, gar nicht erst verwendet. Ja? So diskutiert man nicht fair. Wenn im Hadith steht, 1 plus 1 ist 2, in anderen Worten, Volk plus von Sahaba, gleich Volk von Sahaba, schlägst du deinen Scharf auf und da steht, nein, 1 plus 1 ist 3,
Volk plus von Sahaba gleich ein Teil von Sahaba, das ist genau dasselbe, ne? Dann ist das dein Problem. Und wenn du an diesen Schach festhältst, dann zeigt das einfach nur, dass du unehrlich bist. Ja. Zu machen. Wenn 1 plus 1 zu viel für dich ist, dann kann ich das nochmal anders erklären. Hör zu, guck mal. In deinem Hadith steht, dass Leute dort genannt worden sind. Leute von Sahaba. In deinem Schach steht, einige Leute von Sahaba. So, was ist für dich schwerwiegender? Die Worte des Propheten oder die Worte eines Gelehrten? Folgst du etwa, bist du jetzt auch ein sunnitischer Usuli geworden? Nein, sei ein Achbari, du rufst ja die Achbari, sei ein sunnitischer Achbari. Folg jetzt dem, was in deinem Buch steht, in deinem Hadith, was die Worte des Propheten waren, nämlich Leute von den Sahaba. Das zum einen. Wenn er das gesagt hat, dann hat er die Worte des Propheten widersprochen, indem er eingeschränkt hat, was der Prophet gesagt hat. Der Prophet sagt, Leute, dein Gelehrter sagt, einige Leute. Du folgst Kitab und Sunna und nicht Kitab und Sunna von Gelehrten. Guck mal, es spielt doch jetzt, guck mal, ich habe dir erstmal eine Übersetzung gebracht, okay? Jeder kann hier schauen, okay? Guck mal, da steht einige Leute. Aber guck mal, ich gehe jetzt mit dir, weil ich nicht ganz Zeit auf dieses Thema hängen bleiben möchte. Du hast jetzt gerade gesagt, Leute der Sahaba. So, was heißt für dich Leute der Sahaba? Definier mir mal, was ist das für eine Anzahl? Ja, nee, was meinst du jetzt damit? Ich sage zum Beispiel einige Leute, ich mache jetzt diese einige Leute weg, ich sage Leute der Sahaba, ich gehe mit dir. Jetzt gib du mir mal ein Zeil. Welche Sahaba meinst du? Wie viele Sahaba? Von was sprichst du? Von welcher Mehrheit? Erklär mir mal. Da antworte mir jetzt. So, lass mal direkt einen Dialog führen, bitte. Ja, okay. So. Ja. Leute von Sahaba kann genauso gut eine Mehrheit sein. Einige Leute von Sahaba, wie du das sagst, ja, das würde bedeuten, dass es eine Minderheit ist. Und ich frage dich, so, woher holst du es raus, dass hier Minderheit steht, wenn dort einige nicht steht, so wie du es sagst, und Minderheit auch nicht steht? Danke, stopp, Antwort. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt, okay? So, so gefällt mir das besser, dieser direkte Dialog, ja? Ich habe dir, vorhin ein Scherch gebracht und ich habe dir, einen Vers aus dem Koran gebracht. Das ist unter den Wüsten Araber Heuchler gibt's. Das habe ich dir auch gebracht. Ich habe dir auch einen Hadith gebracht, wo Abu Bakr, der einen Sahaba genommen hat, der noch nie den Iman auf den Propheten gemacht hat, bis ihn Abu Bakr überzeugt hat. Deswegen spricht man hier von der Minderheit. Verstehst du? So, warum? Ich hab dir auch vorhin ein Vers aus dem Koran gebracht. Wir sind nicht jetzt wie die Usulis, die ihren Gelehrten ablehnen. Okay? Warte mal. Usulis, die Gelehrten ablehnen. Deswegen heißen wir auch nicht Rafida, die Ablehner. Warte mal. Ismail, du hast gerade gesagt, Usulis, die Gelehrten ablehnen. Richtig. Usulis lehnen doch keine Gelehrten ab. Doch, warum lehnst du Mohammed Hulul Amil ab? Warte mal. Woher willst du wissen, dass ich Usuli bin? Woher willst du wissen, dass ich Usuli bin? Doch, du nennst dich doch Al-Musawi. Schick mir mal den Scharf. Warum dribbelst du jetzt? Du nennst Al-Musawi ist doch ein Name. Al-Musawi, ist das jetzt Akhbari oder was? Warte mal, warum nennst du dich Al-Musawi? Wegen Khomeini, Al-Musawi oder nicht? Nein, Musa, guck mal, Musawi kommt von Imam Musa al-Kadhim a.s. Von der Abstammung von Imam Musa al-Kadhim a.s. Das weiß ich, ja. Okay, aber du bist jetzt ein Akhbari? Nein, bin ich nicht. Okay, was bist du denn? Warte doch, warum dribbelst du? Was bist du jetzt? Nein, ich bin weder Usul noch Akhbari, ich bin ein Schiai. Ich bin ein Schiite. Du bist ein Rawafid, ne? So. Ja, genau, ein Rawafid. Ja, so, guck mal. Nicht ein Rawafid. Hör mal zu, ein Rafidi bist du. Schau mal. Weißt du, was Narrative bedeutet? Guck mal, das wurde falsch übersetzt. Nicht Narrative. Nein, warte, weißt du, was eine Narrative ist? Ja, du willst gekommen mit alternativer Übersetzung. Aber nein, es kommt auf diese Erzählung an. Okay, schau mal. Das Problem ist, guck mal, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ja, zum Beispiel, du sagst, boah, guck mal, was er gemacht hat. Ne? Nein, zum Beispiel, du sagst, ey, guck mal, was Khaled gemacht hat. Da sagst du, boah, was denn? So ganz normal. Aber wenn du sagst, boah, hast du geguckt, was Khaled gemacht hat?
weißt du, dann siehst du einfach, wie ich es erzähle. Verstehst du, was ich meine? Weil, guck mal, bei dir ist das Problem, du verstehst es falsch, weil dein Herz schwarz ist. Verstehst du, was ich meine? Dein Herz ist schwarz, Okay, Bruder. Ismail, ich. Dein Herz ist schwarz gegen die Sahaba. Ja, Verstehst du, warte. was ich meine? Dass du Aber das kannst du. Hadith falsch Warte, verstehst. Ismail, was bedeutet Narrative? Guck mal, deswegen, Narrative, habe ich dir doch gesagt. Was bedeutet das? Habe ich dir doch gesagt, die Erzählung in einer Geschichte. Ja, so. Okay. Erzählen in einer Form darstellen. Okay? Du Hast musst. du sehr schön Du, guck mal, gegoogelt? Du guck bist mal. der Beste. Bleibst du jetzt Erstmal beim Thema, Erzählung und dann heißt es Erzählen. oder nicht? Guck Wir mal, ich bleiben habe beim nicht Thema. einmal Okay, wir bleiben beim Thema. gesprochen. Guck mal. Du stellst alles falsch dar. Okay? Deswegen. Guck mal, ich hab auch jetzt keinen Bock mehr über dieses Thema zu sprechen. Guck mal, Ich Ismail, habe Ismail, dir, guck mal, ich habe okay, dir, warte, ich fasse zusammen, ich übergebe dir das Wort. Ich habe dir einen Vers aus dem Koran gebracht. Ja? Ich habe dir den Scherch gebracht. Ich habe dir also viele Verse, also ich habe dir viele Sachen gebracht, okay? Ich bin auf viele deiner Sachen, Sachen eingegangen, habe mitgespielt und dich trotzdem widerlegt, verstehst du? Deswegen, okay, jetzt bist du fertig. deswegen, Okay, schau mal, darf ich kurz eine Sache schau mal bitte. erwähnen? Und zwar, Ismail, ich finde das, ja, was soll ich dazu sagen? Guck mal, du sagst ja, ich habe dir Scharh gebracht, ich habe dir Koran-Vers gebracht, ich habe dir dies und jenes gebracht. Also damit tust du so, als ob alles erledigt und abgehakt wäre und du die Debatte widerlegt hättest. Guck mal, die Sache ist ja die, aber wenn ja, ich gebe es dir mit einem einfachen Beispiel. Stell dir mal vor, jemand kommt und sagt dir, ich will, dass du mir Wasser, Äpfel und Birnen bringst. Und was machst du dann? Du bringst ihn danach Cola und Chips und Fanta oder keine Ahnung was. Aber das ist ja nicht das, was er von dir wollte, dass du ihn bringst. Und das ist ja auch das, was der Lächter die ganze Zeit sagst. Du sagst, du bringst den Scharach. Aber das ist ja nicht dieser Scharach, den er wollte. Wieso? Weil im Scharach steht also einige, während im Hadith nicht einige steht. Also du hast ihm etwas gebracht, was eigentlich komplett dem widerspricht. Das heißt, das ist nicht das, was er haben wollte. Also nur weil du etwas Hab ich gebracht ihn, hast, warte, aber bedeutet Jafar, das habe nicht, ich gesagt, habe ich, ganz warte mal, kurz, stopp. warte, ganz kurz, ganz kurz. Okay. Nur weil du etwas gebracht hast, bedeutet Ja. das nicht, dass das, was du gebracht hast, auch das Richtige zeigt. Das ist ja Guck der, mal, das ist ja das Problem. schau mal, guck mal, ich gehe mit dir, ja? Guck mal, ich gehe ganze Zeit mit euch, ja? Ich gehe mit euch sogar, wie heißt das? Ganze Zeit mit, damit ihr das versteht. Schau mal, ich habe gar nicht gesagt, dass es in diesen Hadith drinne steht, ja? Dass es einige sind, ja? Und in diesem Barakallahu fik, Hadith, Barakallahu fik, warte mal ganz Barakallahu kurz, fik. warte Allahumma doch salli mal ala kurz, Muhammad wa mein ali Gott. Muhammad. So. Und guck mal, einige steht. Zweitens, ich gehe sogar wieder mit euch mit. Aqwam. Also, wieder das, warte, wer hast du das gerade gesagt? Wer hast du das gerade Nationen, gesagt? Völker, Leute. Das. Nein, Leute des Propheten, okay? Gehe ich auch mit. So. Leute des Propheten steht da, okay? Guck mal, ich gehe mit, ich sage nicht mal einige, okay? Ich sage Leute des Propheten. So, steht da jetzt, heißt das jetzt, ist das jetzt Singular oder Plural? So, okay? Das ist jetzt ein Plural, Leute, nicht? Der sagt nicht ein Mann, er sagt Leute, okay? Ja, da gehen Aber wir wie auch mit viele, dir, warte können wir mal, auch weiter. ist jetzt das, ist die Gesamtheit gemeint? Ja? Wie also, von dem man richtig spricht, von 80, 90%. Wie das die Rawafid sehen, nach Al-Kafi, alle sind Kuffar bis auf drei? Nein. Wir sagen aber Hier nicht sagt Köln. dann Ibn Abi Qutaybah, bitte einen Moment, dass nur einige Leute gemeint sind. Okay? Einige Leute. So. Was mit Leute des Propheten gemeint sind, sagt Ibn Abi Qutaybah, dass das nur einige Leute sind. Ja? Eine Ja, Minderheit ist damit gemeint. Und ihr okay. seid so dumm, ne, dass ihr das nicht Aber versteht. warte, warum Warum? beleidigst du jetzt, ne? Nein, das Problem ist, irgendwann muss ich diesen Ja, Fachausdruck verwenden. okay. Warum? Weil ihr schwer Weißt vom du, Begriff wieso? seid. Weißt du, wieso wir Verstehst du? viele sagen? Warum denn? Weil, guck mal, kaum ist doch Singular, richtig? Kaum kann ja alles, der bedeutet ja Volk, Leute in der Singularform, Ja. ja? Aber hier ist der noch und kaum in der Wir reden doch Singularform. gerade aber nicht über Kaum, wir reden über Ich Aquam. weiß, ich weiß, ich komme ja Ja. gleich dazu. Ja. Und kaum in der Singularform redet ja schon über eine Gesamtheit von einer oder von einer Gruppe, weil kaum bedeutet ja eigentlich auch letztlich Leute und Volk und so Ja, weiter. okay. Aber hier ist sogar die Rede von einer Pluralform, Aquam. Also Okay, das heißt, ich gehe das doch ist mit, sogar ist doch noch kein mehr, Problem. noch mehr. Ist doch kein Sagt er Problem. hier. Nein, guck mal, nein, schau mal.
Es, Ja, es wie gibt, guck nein? mal, Plural für ist doch jeden, noch guck mehr, oder mal, nicht? Bruder, guck mal, schau mal, für jedes Wort gibt Singular und Plural, okay? Für jedes Wort, okay? Hier hat man zum Beispiel, was ist die Singular von Leute? Ich frage dich. Ja, Singular von Leute ist Leute Ja, und die Pluralform ja, von Leute ja, ist auch richtig. Leute. Ja, okay. Aber im Also, Arabischen ist das okay, nicht so der also Fall. siehst du, schau Aber mal, im deswegen, du Arabischen hast ist jetzt das nicht selber, so guck der mal, Fall. du hast die Im ganze Zeit kein Laptop Arabischen ist das gegeben. aber nicht so der Fall. Im Schau, schau, Arabischen guck liegt die mal, Zeit dazwischen. Arabischen, woher, ist Aquam Leute Schau Plural? mal, bitte, guck mal, Ja. das steht, guck mal, der hat sich selber gerade einen Knockout gegeben. Schau mal, da Nein, ich steht habe dir gesagt, im Leute des Arabischen ist Propheten. das nicht so der Fall und Guck wir mal, reden über die Leute des arabische Sprache Propheten, guck mal, gerade. da steht Leute des Propheten. Aber So, fass dich ich fasse kurz. dich kurz, okay? Ich sag euch nochmal, ja, da steht Leute des Propheten. Und jetzt müssen wir feststellen, was ist hier gemeint? Eine Minderheit, ja, oder eine Mehrheit, ne? Und ich habe dir aus Koran und Sunna Beweise gebracht und Scherch, dass eine Minderheit gemeint ist. Warum? Es muss ja auch kompatibel mit dem Koran sein. Allah sagt, dass er überwiegend mit allen Sahaban zufrieden ist. Verstehst du? Deswegen. Aber Wo steht ihr das? Wo steht widerspricht das? Wo dem steht das? Koran. Wo sagt das Allah? Ich hab doch, ich schreib hier. Hier, schreib, schlag auf. Sure, Wo das steht? Sure 3, 195. Allah sagt, dass er die Sahaba ihre Missetaten verzeiht. Verstehst du? Dass er ihnen, ja, dass er ihnen Gärten durch die Bäche eilen als Lohn von Allah und bei Allah ist die beste Belohnung. Verstehst du? Schlag auf und lerne von mir. Guck mal, schreib mir jeden Abend Privatraum, ich bringe dir den Islam bei. Okay? Okay, du Deswegen, sagst guck alle mal. Sahaba, du sagst alle Sahaba sind hiermit gemeint? Guck mal, damit sind die Sahaba gemeint. Alle, So. alle, alle? Ja, ich sage Sahaba. Alle So. Sahaba? Alle Sahaba, also alle Sahaba, ja, warum? Ach so, Wo ist das warum Problem? stotterst du dann? Warum stotterst Nein, du? alle Sahaba, nein, alle Sahaba, warum Okay, ist das warum steht Problem? im Hadith, einige von denen werden ins Feuer geführt? Ich habe dir doch ein Beispiel gebracht. Du sagst Ich habe im, dir auch im den Scherz dazu warte, 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 gebracht. du sagst im Ich habe dir auch Hadith. den Scherz dazu gebracht. Nein, Ja, warte, aber lenk warte, mich nicht warte. immer. Du sagst, alle sind Lenk doch hier nicht immer. gemeint. Du sagst, alle hier sind hier gemeint. Alle. Und du sagst gleichzeitig, einige sind im Höllenfeuer. Wie können So. alle im Paradies sein, wenn einige doch im Höllenfeuer sind? So, schau jetzt, was für ein Knockout er bekommt. Schau mal. Schau jetzt. Und das erwähne ich Nein, jetzt zum flüchte fünften nicht, flüchte Mal. Ich nicht. Ich habe flüchte dich nicht. zitiert. Ich habe Wer keinen Vers bist genannt. Ich habe dich du, zitiert. Junge? Wer bist du? Bring ein Ayatullah. Reicht langsam. Wallah. Ich will ein Ja, Ayatullah. bleib beim Thema. Wallah, wenn du Ja, flüchtest, ich lasse dich nicht ausreden. warte mal. Was für Flüchten? Wallah, ich flüchte nicht. Okay, bleib. Wallah, billah, ich flüchte nicht. Man hat gesehen, wie So. du gestottert hast, aber erzähl, Nein, ja. nein. Ich habe nur gerade nachgedacht. Ach so, Einmal. nachgedacht, ob alle Sahaba, Hör also mal über zu. dein Nein, Fundament alle hast du Sahaba nachgedacht? sind Paradies. Chill mal jetzt. Guck mal. Chill einfach. Bleib doch mal cremig. Ich habe dir gesagt, mir musst du ein Ayatollah bringen. Schau jetzt. Wallah, ich schwöre, der Darf kleine, ich aus, kleine darf ich Bruder könnte schon aussprechen? cremig gewesen. Nicht Darf Abu ich? Ali. Ich habe noch einen 8-jährigen kleinen Bruder. So. Wallah, er könnte dich zerstören. Also Warte, sei doch mal. mit Warte. dieser Akida, die du jetzt Sa hast, sei mal das ist ruhig. wirklich. Sei doch mal ruhig. Du Ja. Rafidi, ich bin dran. Schau zu jetzt. Guck mal. Ich sag's nochmal. Khalid ibn Walid, ne, Nein, hat nein, nicht Khalid ibn Uwailid. al-Walid. Nein, Sei nein, nein, mal nicht Khalid ibn ruhig. Sei al-Walid. doch Nein, mal nein, nein, ruhig. nein, nicht Khalid ibn Sag doch al-Walid. mal Habibi, Rafidi. Habibi. Ismail, ich habe dir die Frage gestellt. Du hast gesagt, alles Ich Sahaba. antworte In dem doch drauf. Hadith Ich steht schwöre bei einige. Allah, ich antworte Aber du drauf. gehst Sei mit doch Khalid mal ibn al-Walid. ruhig. Was hat das mit Khalid ibn al-Walid Ich zu tun? erkläre dir das doch. Du. Ja. Sei doch mal ruhig. Warum Du ist das sagst doch Problem? Sahaba. Ist Khalid ibn al-Walid denn Subhanallah, Sahaba? Ist Khalid. doch Sahaba, Mann, Alter. Lass Was mich ist doch das? mal eine Wallah, Minute lass ihn doch sprechen, Mann. ausreden. Auch Guck mal, er hat wenn gesagt, alle Guck Sahaba mal. im Ja, Hadith lass ihn sind. doch Laut ausreden. ihm, Alle alle sind doch Sahaba. ausreden. Ja, Alle hey, Sahaba. Guck mal. lass ihn Alle doch ausreden. Sahaba. Ja? Guck mal jetzt. Okay? Hörst du mir zu? Ich sag alle Sahaba, okay? So jetzt. Hör mir zu. Eine Minute. Eine Minute lang. Eine Minute. So. Als Khuwailid den Flucht ergriff, hat ihn. So. Khalid ibn Walid geschnappt und zu Abu Bakr gebracht. Hat zu ihm gesagt: Nachdem du Iman gemacht hast, machtest du Kufr zu Allah, ja? Darauf sagte der Feind Allahs Khuwailid bei Allah: Ich habe nie den Iman gemacht. So. Dann habe ich zu dir gesagt: Guck mal, mich kannst du nicht in Bedrängnis setzen. Ich habe dir gesagt, es gab sogar Leute, ja, wie einen, wie ich sage, Musaylima el-Kazab, okay? Leute, die sich ihnen angeschlossen haben, ne? Und guck mal, es gab Heuchler, das sagen unsere Gelehrten, die nur
so angeblich Muslime geworden sind, nur an den Kriegen teilzunehmen, um die Kriegsbeute zu ergattern. Verstehst du? Es steht in unseren Hadithen. Und Abu Bakr wusste das auch. Verstehst du? Deswegen. Und Allah sagt auch im Koran, dass es unter den Beduinen Munafiq gibt. Ja? Wir unter den Propheten sind. Ja? Deswegen. Ja? Und Allah sagt auch in einem Vers, dass Allah, ja, den Propheten dazu anspornen wird, diese Heuchler von ihnen fernzuhalten. Er wird den Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu antreiben, ja, dass er diese Heuchler entfernt. Und subhanallah, ja, nee. Und da frage ich mich, wie soll das gehen? Warte, das macht mit den Logik und Verstand gar keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Weil laut Al-Kafi sind nur drei Sahaba, ne? Nur drei Sahaba. Okay. Warum hat der Prophet dann nicht alle Sahaba entfernt? Warum hat der Prophet so viele Sahaba Fürchte nicht. Du hast gerade gesagt, alle Sahaba. Jetzt, alle Sahaba. In dem Hadith laut dir steht doch, einige von den Sahaba werden doch ins Hirnfeuer geführt. Jetzt hast du angefangen, wieder mit dem Koran. Du sagst, du gehst drauf ein, aber wo ist die Antwort? Wo ist die Antwort auf meine Frage? Du hast gesagt, alle Sahaba sind im Vers gemeint, indem sie im Paradies eintreten werden. Ja. Dieser Hadith, der oben angepinkt ist, ja, da steht laut dir, einige von ihnen, ja, wir nehmen das mal an, einige von ihnen sind im Höllenfeuer. So. Wie kannst du sagen, alle Sahaba, aber im Hadith steht laut dir, ne, Betonung liegt auf laut dir, einige von ihnen werden ins Höllenfeuer eingeführt. Du Jahil. Guck mal, was habe ich ganz seit dir gepredigt? Wallah, deine Antwort verrät dich. Du hast dich entblößt. Ich schwöre bei Allah, ich gehe das ein letztes Mal mit dir durch. Und du guck mal, ich habe es verstanden. Warte mal. Wir haben es wirklich verstanden. Ismail. Jeder hat dich gesehen. Hör mal zu, du Rafidi. Du hast hier 5 Minuten lang gesprochen. Hör mal zu, schau mal. Wo ist die Antwort auf deine Frage? Hier, Junge, bist du schwerhörig? Warst du Sonderschule? Sag mal jetzt ganz ehrlich. So, im Hadith steht, laut dir, einige sind im Höllenfeuer. Frage, warum sagst du alle, wenn doch es diese Ausnahmen bei dir gibt? Guck mal, möge Allah Hirn regnen lassen. Du stellst mir eine Frage und dann willst du, dass ich dich verstehe. Du willst mich doch verstehen, oder nicht? Oder nicht? Deswegen, du stellst mir eine Frage und dann willst du, dass ich dich verstehe. Wie soll das gehen? Aber ich weiß nicht, wo du deine Bildung hergenommen hast. Verstehst du, was ich meine? Wenn mit dir gehen bedeutet, unlogisch zu denken, dann gehe ich nicht mit dir Sukhana. Mit. Ich gehe mit dir mit, solange du logisch bleibst. Du Für mich ist das Zeitverschwendung, okay? Tamam, ich bin auch raus. Salamu alaikum. Okay. Khaled, mein Bruder, Herz, wir hören uns. Dieser Junge, ich habe das schon bestimmt 10-mal Walla, also ich war die ganze Zeit hoch, ich wollte was reden, was fragen, lass keiner reden, raus, salam, keine Ahnung. Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, okay? Ich habe ihm einen Hadith gebracht, ja? Sahih Bukhari 6582, das ist hier jetzt nicht angepinkt, das war der vorherige Hadith, in dem es heißt, Nas Minas Sahaba, Leute von den Gefährten. So, da hat er angefangen, hat seinen Schach rausgeholt und gesagt, ja, hier sind damit eine Wenigkeit, eine Minderheit gemeint. Was hat er für einen Beweis dafür gebracht? Osayhabi, Osayhabi, das ist ein anderer Wortlaut vom Hadith, ja, den gibt's auch, aber das ist keine Andeutung auf Minderheit, sondern eine Verniedlichung. So, er hat diesen Wortlaut gebracht, was kein Beweis ist. So, der Scharh war auch kein Beweis, weil in dem Hadith steht nicht Minderheit. Was habe ich gemacht? Ich habe, guck mal, er holt seinen Gelehrten. Er kritisiert die Usulis, dass sie blind ihre Gelehrten folgen. Er holt einen Gelehrten, der etwas sagt, was nicht im Hadith steht. Was habe ich gemacht? Ich habe den Wortlaut rausgeholt, in dem steht, ja, Aqwam, Völker, Nationen, Plural von Leute. Ich hole ihn einen Wortlaut, der eindeutig belegt, dass es keine Minderheit ist, und ein Wortlaut, das sind ebenfalls die Worte des Propheten, ja? Und er holt mir einen Gelehrten, der dem widerspricht, der seinem Hadith, ja, in der Bedeutung widerspricht und Leute einschränkt. Von Aqwam ist es auf einmal, wie deutlich soll der Prophet euch das noch sagen?
wie deutlich soll der Prophet mit euch sprechen? Er sagt Völker. Völker, das bedeutet, es ist eine Mehrheit. Hijrin und Ansar gemeint. In ihren eigenen Werken schreiben sie, dass Leute, obwohl sie die Frauen im Kopf hatten, das bedeutet, sie hatten das eine im Kopf und sind mit dem Propheten ausgewandert. Was heißt das? Bedeutet das, dass sie jetzt auch im Paradies sind? Nein, die schließen hier aus. Khalas, wenn ihr hier ausgeschlossen habt, warum können wir nicht Abu Bakr und Umar ausschließen? Das bedeutet, laut eurer eigenen Religion sind hier nicht alle Muhajirin und Ansar gemeint. Khalas, fertig, Punkt auf. Das ist der erste Hadith von Bukhari. Und da kann man ganz klar noch sehen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei ihnen sagt: Innama al-a'malu bin-niyyat. Die Taten sind durch die Absicht, durch die Absichten. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Also hier sagt sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, für jeden, ja, dessen Hijra für das Diesseits ist, dass er das für das Diesseits macht oder erfasst, oder für eine Frau, die er heiraten will, ja, dann ist seine Hijra für sich, nicht für Gott, ja, für sich. Also wie kann man dann alle mit einschließen, wenn doch die Taten durch die Absichten erfolgen, ja, und deren Hijra dann auch dementsprechend für die Katz war? Das ist ja das Problem. همت ركائبهم حرار لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا صنم يقين.